Das Fest der Göttin Brigit ist nicht das einzige keltische Fest, das in einem christlichen Feiertag weiterlebt. Dank Cäsars Berichten wissen wir, dass die Kelten den Ablauf der Zeit nach dem Mond und nicht nach der Sonne maßen. Ein neuer Tag begann für sie also mit der Nacht. Der Coligny-Kalender der gallischen Kelten aus dem 1. Jahrhundert bestätigt diese Annahme. Es handelt sich bei diesem Kalender um eine Bronzetafel, die 1897 in der Nähe von Lyon gefunden wurde. Darauf sind 5 Jahre mit 62 Mondmonaten zusammengefasst. Alle 5 Jahre wurde ein Schaltjahr eingeschoben. Besonders interessant ist die Einteilung in gute und nicht gute Tage und Monate, wobei jedoch nicht überliefert ist, nach welchen Kriterien sie vorgenommen wurde. Die Jahreszeitenfeste bilden feste Punkte im Jahreslauf, an denen religiöse Feiern abgehalten wurden. Sie wurden jeweils 40 Tage nach der Sonnenwende sowie der Tag- und Nachtgleiche gefeiert. Diese Feuerfeste entsprachen dem Zyklus von Werden und Vergehen in der Natur und standen in engem Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Die Bezeichnung Feuerfeste rührt von dem Brauch der Druiden her, die feiern jeweils am Vorabend des Festes mit einem rituellen Neuanzünden der Feuer zu beginnen. Für die Inselkelten gab es nur 2 Jahreszeiten, den Sommer, der am 1. Mai mit dem Fest von Beltane begann, und den Winter, der am 1. November mit dem Fest von Samhain begrüßt wurde, das heute noch am bekanntesten ist. Samhain. In der Nacht vor Samhain oder Samhain endete das alte Jahr und am 1. November, dem Tag des Wandels, der Geburt und des Todes, begann der Winter und damit das neue Jahr. Am Vorabend des Samhain-Festes mussten in Irland alle Feuer gelöscht werden, was wohl ein Symbol für das Sterben des alten Jahres war. Mit dem Entzünden des Feuers durch die Druiden am folgenden Tag begann das neue Jahr. In dieser Nacht war also das Tor zwischen den Welten geöffnet. Geister gingen ungehindert hindurch, um unsere Welt zu besuchen, und die Menschen konnten den Bewohnern der Anderswelt einen Besuch abstatten. An Samhain bestimmte die Ewigkeit die Welt der Menschen und ließ die Zeit stillstehen. Die Zeitspanne von einem Samhain-Fest zum nächsten spielt in vielen Legenden eine bedeutsame Rolle. Bei Begegnungen von Menschen mit Wesen aus der Anderswelt musste oft 1 Jahr verstreichen, bevor sie einander wieder treffen konnten. Der junge Mac Ock machte sich der Legende nach mit ungemeiner Raffinesse die besonderen Zeitumstände von Samhain zunutze. Er bat seinen Vater am Vorabend des Festes, das Königreich für 1 Tag und 1 Nacht regieren zu dürfen. Der Vater willigte gutmütig ein, hatte jedoch nicht bedacht, dass dieser Zeitraum an Samhain die Ewigkeit bedeutete. Das Wort Samhain, von dem sich Samhain herleitet, bedeutet Vereinigung. Die irischen Kelten feierten diesen Tag als die Vereinigung von Gut und Böse, Vernunft und Verwirrung, aber auch als Versöhnung des Stammesgottes mit der Muttergöttin. Symbolisch wurde diese Versöhnung durch die Vereinigung von Morrigan und Dacha dargestellt. Sie diente der Wiederherstellung des Kräftegleichgewichts von Gut und Böse und sollte die Fruchtbarkeit des Bodens sichern. Das Fest von Samhain war auch für die keltische Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Es kennzeichnete den Beginn der dunklen und kalten Jahreszeit. So wurde das Vieh in die Ställe getrieben, die Fianna, die Kriegertruppe Finns, bezogen ihr Winterquartier und auch die Barden und Druiden, die Fili, begannen mit ihrer winterlichen Wanderung zu den einzelnen Fürsten und Königshöfen, was sich im 7. Jahrhundert zu einer wahren Plage auswuchs, weil die Fili mit großem Gefolge reisten, das verköstigt werden musste. In Irland fanden zu Samhain in Tara große Versammlungen von Vertretern der 5 Provinzen statt, bei denen politische Angelegenheiten besprochen wurden und neue Gesetze erlassen wurden. Der König hielt bei dieser Gelegenheit ein großes Festmahl ab. Über die Dauer des Festes variieren die Angaben zwischen 3 und 30 Tagen. Genauso unklar ist, ob diese Vollversammlung alljährlich oder nur alle 3 bis 5 Jahre stattfand. Die christliche Entsprechung zu Samhain ist Allerheiligen, der Tag, an dem die Gemeinschaft der Heiligen gefeiert wird. Am Tag danach wird in der katholischen Kirche Aller Seelen gefeiert, wobei der Verstorbenen gedacht und Fürbitte für die armen Seelen im Fegefeuer geleistet wird. In den USA und neuerdings auch bei uns wird in der Nacht vor dem 1. November Halloween gefeiert. Die Kinder verkleiden sich als Hexen und Gespenster. Sie ziehen von Tür zu Tür und fordern drohend Trick or Treat, Süßigkeiten her oder wir spielen euch einen üblen Streich, Süßes oder Saures, was ebenfalls an die Verbindung zur Welt der Toten und Geister erinnert. Auch die alten Ägypter feierten in der Zeit vom 28. Oktober bis zum 3. November ein Fest zur Erinnerung an die Toten. Es hieß das schöne Fest des Wüstentals und erinnerte an die Auffindung und Wiederbelebung des toten Osiris.
Imbolc. Imbolc war das zweite Feuerfest im keltischen Jahreslauf. Es wurde am 1. Februar zum Gedenken an Brigid, die Göttin der Fruchtbarkeit, gefeiert. Die Aufgaben der Göttin Brigid umfassten unter anderem den Schutz der Frauen in den Wehen und die Überwachung des Bierbrauens. Darüber hinaus war sie die Göttin der Dicht- und Wahrsagekunst. Imbolc bedeutet Anlegen der Lämmer und es war die Zeit, in der die Mutterschafe begannen, ihre Lämmer zu säugen. Dieser Tag lag in der Mitte des Winters und war dem Feuer wie auch dem reinigenden Wasser geweiht. Das Feuerfest Imbolc diente der rituellen Reinigung von den Härten des Winters. Von den Christen wurde die Göttin Brigid später als katholische Heilige übernommen, behielt aber viele dieser Rollen bei. So wird der Festtag der heiligen Brigid von Kildare ebenfalls am 1. Februar begangen. Viele Zeremonien an diesem Tag erinnern an Bräuche aus vorchristlicher Zeit, zum Beispiel das Flechten des Brigid-Kreuzes, das an ein Sonnenrad erinnert. Heute trägt dieses Fest jedoch rein christliche Züge. Beltane, Feuer des Bel. Am 1. Mai feierten die Kelten den Sieg der Sonne, Bel, der Lebensspenderin, über den dunklen, kalten Winter. Es war die Zeit des Neubeginns, das Ende des Winters und der Beginn des Sommers. Die Feuer der Druiden wurden neu entzündet, wobei der irische König das Recht besaß, das Feuer als erster zu entzünden. Als der heilige Patrick sein Osterfeuer ungestraft vor ihm anzündete, war ihm ein wichtiger Schritt zur Bekehrung der Iren zum Christentum gelungen. Dass Patrick genau dieses Fest für seine Kampfansage benutzte, lässt darauf schließen, dass es sich bei Beltane um ein Fest der Priester handelte. Das wäre auch eine Erklärung dafür, dass so wenige Aufzeichnungen von diesem Fest existieren, da die christlichen Schreiber kein Interesse daran hatten, die Erinnerung an die Druiden aufrechtzuerhalten. Beltane bedeutet strahlendes, leuchtendes Feuer. Es war die Zeit, in der man das Vieh nach langem Winter wieder auf die Weiden trieb. In Cormacs Glossar wird beschrieben, wie Druiden an Beltane zwei Feuer entfachten, zwischen denen Haustiere hindurchgetrieben wurden. Dieses Ritual sollte der Steigerung der Fruchtbarkeit und der Reinigung dienen. Die Fianna, die den ganzen Winter in den Häusern verbracht hatten, begannen nun wieder durch die Wälder zu ziehen. In der irischen Mythologie ereigneten sich alle Invasionen am Tag des Beltane-Festes. So sollen die göttlichen Wesen, die Tuatha De Danann, das erste Beltane-Feuer Irlands entzündet haben, als sie ihre Schiffe in Brand setzten. Obwohl über die Hintergründe dieses keltischen Feuerfestes kaum etwas bekannt ist, hat sich dieser Tag als Festtag in weiten Teilen Europas erhalten. Die Nacht zum 1. Mai heißt Walpurgisnacht. Ähnlich wie an Samhain waren zu Beltane die Grenzen zur Anderswelt nicht so fest geschlossen. Daran erinnert auch die Walpurgisnacht, jene Nacht, in der sich die Hexen und Hexer versammeln, um gemeinsam zu feiern, bevor sie sich am nächsten Tag in das Dunkel zurückziehen müssen. Es könnte sich aber auch um ein letztes Aufbäumen der dunklen Mächte des Winters handeln, die dem nun beginnenden Sommer weichen müssen. Der Beginn des Sommers wird dann am 1. Mai mit dem Tanz um den Maibaum und vielen Fruchtbarkeitsriten gefeiert. In Irland erzählt man sich noch heute, dass am 1. Mai bzw. am Ostersonntag die Sonne bei ihrem Aufgang vor Freude tanzt. Wenn sich das Licht der tanzenden Sonne in einer Quelle oder einem Wassereimer fängt, so wird diesem Wasser besondere Heilkraft zugeschrieben. Ein Rest dieser Verbindung von Feuer und Wasser spiegelt sich auch in dem Brauch, die Osterkerze im Taufwasser zu weihen und im Schöpfen des Osterwassers aus einer Quelle. Lugnasad, die Hochzeit des Lug. Lugnasad war das Fest, das der Sonnengott Lug der Überlieferung zufolge zu Ehren seiner Amme Tail Tiu abhalten ließ. Alljährlich fand am 1. August die Versammlung von Tail Tiu statt. Dabei handelt es sich um ein Zusammentreffen in freundschaftlicher Atmosphäre, das für Angehörige aller gesellschaftlichen Schichten verpflichtend war. Es war eine Zeit des Waffenstillstands. Lüge und Täuschung waren ebenso verboten wie ausschweifende Orgien. Stattdessen wurden Wettkämpfe wie Sängerwettstreite oder Pferderennen veranstaltet. Das berühmteste Rennen war sicherlich das Rennen der hochschwangeren Matscha gegen die Pferde des Königs. Lugnasad war darüber hinaus das Fest, bei dem die Muttergöttin in Verkörperung der Amme Tail Tiu um eine gute Ernte gebeten wurde. Die Übersetzung von Lugnasad mit »Die Hochzeit des Lug« deutet zudem auf den Brauch der heiligen Hochzeit hin. Im Gegensatz zu den Feuerfesten von Samhain und Beltane gibt es für dieses Fest keine Überlieferung von Opferhandlungen oder anderen religiösen Zeremonien.
Lugnasad war wahrscheinlich auch ein Fest des Königs, der als Nachfolger des Sonnengottes Lug dafür Sorge zu tragen hatte, dass die Mutter Erde geehrt wurde, damit sie im Gegenzug seine Herrschaft stützte. An diesem Tag fanden viele Paare für immer oder auch nur für die Dauer eines Jahres zusammen, denn sie konnten ihre Ehe beim nächsten Lugnasad problemlos wieder lösen. Auch in späterer Zeit war dieser Tag ein beliebter Hochzeitstermin, denn Kinder, die in dieser Nacht gezeugt wurden, kamen in der warmen Jahreszeit zur Welt und hatten deshalb besonders gute Überlebenschancen. Das Fest Lugnasad trägt von allen keltischen Festen die auffallendsten bäuerlichen Wesenszüge. Das wird auch in seiner heutigen christlichen Form deutlich. In Irland feiert man den 1. August ausgelassen zu Ehren der Pflüger. Diese tragen durch ihre Arbeit auch einen wichtigen Teil zum Gelingen der Ernte bei. Ein anderer Brauch, der sich bis in die heutige Zeit gehalten hat, ist das Besteigen eines Berges in den frühen Morgenstunden des 1. Augusts, um den Sonnenaufgang zu begrüßen. Im rituellen Jahr der Kelten liegt folgende Geschichte zugrunde, die eng mit dem Lauf der Sonne verknüpft ist. Die Muttergöttin bekommt zum Anfang des neuen Jahres, an Samhain, einen Sohn, den neuen König. Beim Fest von Imbolc am 1. Februar gibt sie ihm einen Namen und stattet ihn mit Waffen aus. Am Tag der Frühlingstag- und Nachtgleiche bricht er auf und reitet im strahlenden Glanz davon. Die Sonne regiert nun diese Jahreszeit und steigt zu immer höherer Kraft auf. Zum Feuerfest von Beltane am 1. Mai vereinigt sie sich mit ihrem Sohn, dem König des Landes, in der heiligen Hochzeit. Zur Sommersonnenwende am 24. Juni, beim höchsten Stand der Sonne und dem Zenit der Macht des Sonnenkönigs, beginnt sein Untergang. Er wird von seinem dunklen Ich, seinem Schatten, enteignet und als Opfer gekreuzigt. In der folgenden zweiten Jahreshälfte regiert der dunkle König. Zum Feuerfest Lugnasad wird dieser König symbolisch mit dem Korn verspeist. Zur Tag- und Nachtgleiche des Herbstes trauert seine Königin und Muttergöttin um ihn. Am Feuerfest von Samhain schließlich wird seine Seele in die Unterwelt entführt. Dort gelingt es der Seele, in Gestalt eines Adlers zu entfliehen. Am Tag der Wintersonnenwende tötet das kleine Kind, das die Göttin inzwischen geboren hat, den dunklen König und der Zyklus beginnt von neuem.